Was ist besser? Eine Situation, in der viele Menschen geboren werden und viele Menschen sterben, wo Sterblichkeit und Geburtenraten hoch sind, oder eine Situation, wo wenig Menschen sterben, aber auch weniger Menschen geboren werden? Vom einen Ende des Spektrums zum anderen bewegen sich Entwicklungsländer im Rahmen ihrer Entwicklung. Und das geht einher mit massiven demografischen Veränderungen und sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen. Und das birgt Chancen, wie zum Beispiel eine demografische Dividende, die in diesem Bericht der UNFPA dargestellt werden. Vielleicht kurz zum Hintergrund des Berichtes, des Bevölkerungsberichtes, Weltbevölkerungsberichtes von UNFPA. Kann ich davon ausgehen, dass Sie die Millenniumsentwicklungsziele kennen oder dass Sie mit denen vertraut sind? Ja. Diese Entwicklungsziele haben über die letzten 15 Jahre Entwicklungspolitik stark beeinflusst. Das sind hauptsächlich soziale Ziele. Und diese Ziele, die werden 2015 im Prinzip auslaufen. Und jetzt beschäftigt sich die Weltbevölkerung damit, was danach kommt. Und wir diskutieren in diesem Zusammenhang zum Beispiel Ziele zur nachhaltigen Entwicklung. Und in diesem Rahmen hören wir oft die Entwicklungsländer und die sagen, ja, wir haben jetzt soziale Entwicklung lange probiert. Jetzt wollen wir mal wirtschaftliche Entwicklung machen. Und dieser Bericht spricht auch diese Bedenken an. Dass die erste Kernaussage dieses Berichtes ist, dass es wirtschaftliche Entwicklung ohne soziale Entwicklung nicht geben kann. In vielen der ärmsten Länder dieser Welt gibt es relativ große Kohorten von jungen Menschen. Insgesamt in der Welt derzeit etwa 1,8 Milliarden Menschen, die zwischen 10 und 24 Jahre alt sind. Die meisten dieser leben in Entwicklungsländern. In den ärmsten Entwicklungsländern ist diese Kohorte recht groß. Und wir hören immer wieder, dass junge Menschen Zukunft repräsentieren. Damit können wir schlecht bestreiten. Aber was bedeutet das denn? Damit junge Menschen aktiv Zukunft gestalten können, müssen wir erstmal in Vorleistung treten. Wir müssen in junge Menschen investieren. Wenn wir von der Bildung des Humankapitals sprechen und Investitionen in junge Menschen, dann denken wir oft an Bildung und Ausbildung und den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt. Und das ist natürlich unglaublich wichtig. Aber das ist auch, und das ist die zweite Kernaussage dieses Berichtes, viel zu limitiert. Wir müssen Humankapital und die Entwicklung des Humankapitals ganzheitlich betrachten. Das beginnt wirklich in frühester Jugend und endet erst im hohen Alter. Das ist nicht nur Bildung und Ausbildung, das ist auch Gesundheit, die Entwicklung des Humankapitals. Und ganz wichtig und oft neglected, die sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte von Mädchen, von Frauen. Sie müssen sich vorstellen, dass in den ärmsten Ländern dieser Welt ungefähr 30% der Frauen, die heute verheiratet sind, als Kinder verheiratet wurden. Die haben als Teenager, sind die Mütter geworden. Die haben etwa 5 bis 6 Kinder gezeugt in ihrem Leben. Die haben oft keine Schule von innen gesehen. Und wenn sie die mal gesehen haben, haben sie ihre Ausbildung oft nicht beendet. Diese Mädchen und diese Frauen haben sehr schwer, einen normalen und ordentlichen Job in der Wirtschaft zu finden, wenn überhaupt. Die werden in Abhängigkeit leben. Die werden oft in Armut leben, die werden unterdrückt, die werden diskriminiert, die sind oftmals Opfer von Gewalt und das sind auch die ersten Opfer von sexuellen und communicable diseases, übertragbaren Krankheiten wie HIV und AIDS. Wir können an die Entwicklung des Humankapitals gar nicht denken, ohne diese Probleme und Situationen in den ärmsten Ländern anzusprechen. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass alle Frauen, alle Mädchen, wo immer sie sind auf dieser Welt, Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit haben, zu Familienplanung, dass sie entscheiden können, wen sie heiraten möchten und wann sie heiraten, wie viele Kinder sie haben möchten. Das ist ganz wichtig und ohne das gibt es keine Entwicklung des Humankapitals.
Die dritte Kernaussage des Berichtes ist, wenn wir es schaffen, diese Probleme zu lösen und anzugehen, dann werden auch Geburtenraten sinken. Und das birgt eine weitere Chance für wirtschaftliche Entwicklung. Das müssen Sie sich mal so vorstellen. Wenn Familien jetzt keine Kinder haben oder weniger Kinder als zuvor, dann geben die weniger aus, um ihre Kinder zu unterstützen finanziell. Gleichzeitig sind ihre Eltern noch nicht so alt, dass sie finanzielle Unterstützung brauchen. Also gibt es da eine Phase im Leben von allen und auch für Bevölkerungen als Ganzes, wo wir relativ wenige Menschen haben, die abhängig von uns sind. Kinder oder ältere Personen, nachdem die Geburtenrate gefallen ist. Das heißt, wir können mehr sparen, höhere Sparquoten können zu höheren Investitionen führen und das kann Wirtschaft ankurbeln. Und das ist im Prinzip die Idee hinter der demografischen Dividende. Und ein Land, das die demografische Dividende erfolgreich genutzt hat, ist Südkorea. Und im Falle Südkoreas schätzen wir, dass das etwa 2% zum jährlichen Wachstum beigetragen hat. Heute gibt es in Afrika eine enorme Chance, Wirtschaftswachstum zu fördern, wenn wir es schaffen, in junge Menschen zu investieren. In Humankapital, und das schließt ganz wichtig reproduktive und sexuelle Gesundheit ein. Und wenn wir es schaffen, Geburtenraten dadurch auch zu senken und die Konditionen für eine demografische Dividende zu schaffen. Und dieser Bericht spricht wirklich nicht nur zu sexueller und reproduktiver Gesundheit als ein Recht. Das ist ein Recht und jeder Mensch sollte darauf ein Recht haben und das Recht sollte überall gewahrt werden. Es ist auch ein Weg zu wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung. Und das ist eine der Kernaussagen dieses Berichtes.